Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann im Multiplayer. Die folgende Folge ist entstanden in einem Livestream. Wir streamen regelmäßig auf der Hofbergmann und auch auf anderen Karten natürlich. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr lasst eine positive Bewertung da. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Wer ist jetzt mit am Ansehen? Wir müssen jetzt das Feld fertig machen, weil es gleich 8 Uhr und dann ist der Sägewerk zu. Ach, Spiel hör auf zu laggen, ohne Witz. Das ist schlimm, ja. Achso, das wird knapp sogar, verdammt. Ja, wir jetzt hier Tacheles reden. Ja, angesehen muss werden. Stress. Ich muss Werner ist raus, der nächste. Ich bin gerade noch zu Ende. Mag hier durch die Gegend wollen. Wir hatten den Xerion. Ich hab den, ich kann den, aber es ist kein Problem, dass ich den abgebe. Beziehungsweise, ich lass mich eben das Feld hier noch zu Ende machen und dann hole ich die Seemaschine ran. Dann sehe ich das eben. Ja. Dann können wir auch die Zeit wieder vorspulen. Ja, ich würde nur gerne noch, ich weiß, dir gefallen lieber die Felder direkt am Hof, aber Feld 4, finde ich auch, könnte man ansehen noch. Wenn es von der Zeit her sich ausgeht. Nee, geht es nicht. Wir haben schon gleich 8. So ansehen. Das ist doch angesehen. Feld 4. Ist kaputt. Nicht. Was ist denn das? Das ist wieder nachgewachsen. Ich habe keine Ahnung, ob wir den Mod... Der Mod ist draußen. Ja, das eigentlich schon. Aber hier wurde geerntet und ist wieder gewachsen. Feld ist voll. Den müsst ihr mal, glaube ich, mit dem Kalkstreuen aufhören, weil das ist sehr performance-lastig. Ja. Damit. Die Frage ist, was können wir alternativ verwenden? Ja, Gülle ist... Ja, da müssen wir auch ein... Gut zu nehmen. So, ja. Das musst du kaufen. Kalk musst du auch kaufen. Auch Flüssigdüngung. Ja. Aber der Kalk ist sehr performance-lastig, dadurch, dass er Textur erstellt. Ja, das stimmt natürlich. Wenn du den falsch düngst, dann ist er nach dem Wachstum immer noch da. Dann hast du Wachstum und den Kalk auf dem Feld. Dann richtig. Ah, nee, wir müssen... Moment, wir müssen noch zwei Felder, wir müssen auch noch die... 20, 29. Ja genau, die 29 muss auch noch gesät werden. Die 29 wird nicht gesät. Auch nicht, okay. Der Chef hat gebrochen. Ja. Könnte noch Feld 18 kaufen, das ist... Ja, der Hänger sieht besser aus. Der Sprenger schreibt, weg mit dem Xerion und her mit dem Deutz. Bei dem Kontostand ist das leider nicht möglich. Ich weiß gar nicht, was kriegen wir für den Xerion noch? Der wird nicht verkauft, auf keinen Fall. Nein, der ist schon... Ja, der ist schon ziemlich... Ah, okay. Das macht richtig Spaß, diese Map hier gerade. Nicht. 12 FPS auf dem Hof. Richtig spannend. Ich fahre mit 13 rum gerade. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe flüssige 60. Wie viel? Flüssige 60. Ja, wo bist du? Ja. Wo ist am er? Hof ist es immer performance-lastiger. Da habe ich 30. Performance, ja, keine Ahnung. Was stehen denn jetzt noch Geräte am Hof rum, was verwendet werden kann? Leo, soll ich dich gleich mal auffüllen? Bitte was? Auffüllen? Ich bin voll, ich hab genug. Aber ich weiß nicht, wo die zweite Seemaschine ist gerade. Die hängt da am Ach, die steht da vorne. Willst du mit dem John Deere fahren? John Deere, ja. Mit was sonst? Okay. Alter. Soll ich mit gar nichts fahren? Geht ja gern. Achso, Walter, willst du jetzt sehen? Sonst kann ich den Xerion überlassen. Oder soll ich sehen? Bist du fertig? Ich bin fertig. Alter Schwede, ey. Hammer, ne? Das ist also heute ist echt schlimm. Aber an was liegt's? Das ist die Frage. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich mach das sofort. So, was sollte da drauf? Wir haben jetzt Weizen gemacht, ne? Weizen haben wir überall, ja. Dann mach doch Raps. Ja, wie sieht denn das aus hier? Boah. Die drei Blümchen waren Raps, ne? Ja, Leo, bist du...
Okay. Ja, da waren gerade mehrere Sorten, Werner. Nee, und das geht's nicht. Zeig ich doch lieber nach. Das geht jetzt nicht. Also ich gerade sagen gehört, dass wie du gerade dein Mikrofon eingeführt hättest. Nein. So laut war das gerade. Nein. Hat jemand den Chat im Überblick? Der Chat? Ah ja, da war was. Ja. Nightbot. Ja, die Frage von Nightbot musst du nicht beantworten, Werner. Ach so, ja gut, dann dann ist es ja alles klar, Walter. Boxer, los, fahr! Ach du Scheiße, das passt ja gar nicht, die Hupe. Das ist nicht das Problem momentan. Walter pinkelt gerade zum Seatmaster, sagt er. Ja, der Seatmaster, der hat heute seinen... Hat er seinen aggressiven Tag, okay. Der will hier, der macht gar nichts machen. Hier ist ein Kommentar an dich, Leo. Leute, ich bin mal weg. Noch einen schönen Abend. Ich muss los. Leo, ich wollte dich eigentlich noch was fragen. Bist du morgen auf dem TS? Ich bin immer auf dem TS. Ja. Leo ist der TS. So sieht's aus. Aber auf alle Fälle schönen Abend noch. Dankeschön. Ja, auch so. Showline 69, was meinst du? So, jetzt haben wir es gleich. Ah. Raps, ne? Was haben wir denn gleich, Leo? GPS richtig eingestellt. Okay. Speicherst du den Kurs ab, oder? Kann ich machen, ja, auf der 1. Ist das immer noch, dass ich neben dir fahren muss, damit ich den übernehmen kann? Nö, du kannst einfach so laden. Aber das sieht scheiße aus. Kann ich das nicht irgendwie... Ist sie 7,5 Meter? Nein. Ich hab 7,5 Meter eingestellt gerade? Ja. Also, ich hab grad kurz geladen von dir. Nein, das ist falsch. Ich müsste gleich mal neu laden am besten. Was denn? Mein Spiel. Du auch? Ja, ich auch. Ist neu gespeichert. Wie lange haben wir denn? Eine Stunde noch ungefähr. Ah, die blaue Linie, wie geht die weg da? Die ist irgendwie falsch eingestellt. Du glaubst, bringt das, dass wir jetzt abspeichern und neu laden? Nee, glaube ich nicht. Hat ja letztes Mal auch nichts gebracht. Offset auf Null setzen, Boxer. Dann geht das weg. Was ist hier los? Komm, Walter. Was? Nicht rumstehen hier, nicht Törtchen essen. Ich schwing dich in den Teleskoplader und lad auf, bitte. Ja, ist der schnell, ist der Dings? Professionell sicher, Werner, sag ich dir. Ja. Teleskoplader habe ich. Was möchten Sie? Einstreu aufladen. Möchten Sie dann vielleicht da runterkommen? Ich bin am Weg. Würde ich hier auch vielleicht ein Vorgewinde machen. Ist dir einmal die Werbung auf dem LKW durch und dann kommt Werner schon wieder und... Wir haben keine Zeit. Ja, das ist gut, das weißt du, brauchst du Walter nicht sagen, weil Walter kennt, das Wort Stress kennt Walter nicht. Werner. Ja. Blubber nicht, falls du. Ich bin da, lad auf. Sollte schon lang fertig sein. Oh. Oh, Witz, macht dein Hänger noch kaputt. Oh, ne, Witz. Oh, der Hänger kann das nicht laden, glaube ich. Werner? Ja. Moment. Ja. Ich glaube, das klebt, Walter. Okay. Moment. Ja, mach mal. Oh. Ne. Geht nicht, glaube ich, ne? Geht nur daneben. Aber nee. Sobald irgendwie... Ne. Anna, ich habe alles probiert. Ja. Lass mich mal gucken. Ciao. Bist du weg? Jo, mach's gut. Boxer. Ciao, Boxfresh. Ne, ein Zuschauer. Achso, okay. Jo, mach's gut. Schönen Abend noch. Walter, wir fahren mal runter zu den Kühen und gehen mal ausmisten. Komm. Nee, noch nicht Feierabend hier, komm. Ja, ich muss das abladen hier, Werner. Ach so. Oh, nein. So, jetzt. So, Walter, ich lasse dir den hier stehen, dann kannst du den aufladen. Weil ich muss jetzt mit dem LKW hier fahren. Hä, wo? Aufladen was? Wer, ja, im Kuhstall ist Mist. Den Mist, den lädst du hier in den Miststreuer rein und dann, Möchten Sie denn nicht den Miststreuer zum Mist hinfahren? Ja, möchten Sie nicht den LKW wegfahren, damit ich hier, ne? Auf Wiedersehen. Das schaffst du schon, Walter. Ciao. Können wir da mal ein bisschen umpumpen?
Profi, das mache ich schon dann. Keine Angst. Ja, ich schau dann in 10 Minuten nochmal nach, ob du das Tor schon aufgemacht hast zum Reinfahren. Das war glücklicherweise schon offen, ne? Ach so, ja gut, dann haben wir eine Chance, dass es heute noch fertig wird, okay. Walter? Du könntest dann eine Fuhre Silage verladen und zur BGA bringen, bitte. Ja, jetzt erst Mist oder? Erst Mist und dann den Johnny schnappen und weiter geht's. Zur BGA, Werner? Ja, wegen Gülle. Ja. Und Gas. Ich kann auch erst den Ding. Biomethangas. Hm? Ich kann auch erst das Ding machen. Ist deine freie Entscheidung, Walter. Oh. Ich bin gerade vorbeigefahren, warum sagt mir das keiner? Hallo, du bist vorbeigefahren. Danke. Bitte. Ist noch eine Frage an Werner im Chat? Wo? Noch eine Frage? Ja, bitte. Ich lese sie gleich vor, Werner. Muss jetzt die ganze Zeit hingucken. Alter, das Ding ist aber auch, ne? Okay. Boxer, was tust du da? Wieso nimmst du die mittlere Spur? Boxer, was tust du da? Ja, warum? Wo ist denn das Problem? Warte, ich würde den auf den Hänger aufladen. Wenn der Kurs richtig eingestellt ist, dann... Okay. Ist nicht so, dass die Fahrzeuge Überbreite haben und dann trotzdem kollidieren. Let's testing. Oh. Aber Kopf hoch, Boxer. So, Mist kommt übrigens hier hin, Walter, zur Güllegrube. Ciao, Leo. Aber ist egal. Okay. Ja, ich würde jetzt aber keinen Mist, sondern halt jetzt hier rein. Wird jetzt morgen die Bindelbach um 8 Uhr kommen? Yes, die kommt. Also, ne? Morgen 7:30 Wecker stellen. Dann die Folge gucken und wieder ins Bett gehen. So. Ja. Ach komm, Leo, wo wir jetzt schon dabei sind. 29 auch noch? Wir haben noch früh. Die 29 ist einfach nur noch das Feld. Es macht keinen Sinn, auf die 29 zu arbeiten. Da kannst du Gras von mir aus drauf sehen. Ja, aber das war's auch schon. Machen. Ja, das kannst du von mir aus machen, wenn du möchtest. Aber alles andere macht keinen Sinn. Jo, ein Hänger. Wie viel brauchst du denn zu laschen? Alles, warte. Oh. Mach mal den Hänger voll. Bitte. Ja, Hänger ist gut. Nimm den Fliegel. Ich kann dir gleich den Axion abgeben, falls er lässt. Zieht das ohne Probleme. Ja, du müsstest vielleicht nur kurz rausfahren, dass ich ihn beladen kann. Ja, Bindelbach ist auf alle Fälle eine geile Map, also ja. Freut euch auf morgen einfach. Oder möchtet ihr mal von euch einen Xeron haben? Ich muss den hier unbedingt nehmen. Mit dem kann ich aber leider nicht aufladen. Du bist ein Xerion mit Frontlader? Ja. Ja, sind wir auf der Tauschbörse oder was ist hier? Ich frage nur. Boxer? Ja. Welchen? Den roten? Ja, genau. Bist du weiter an oder was? Bei Boxfisch. Achso, ich kann das hier nur aufladen, glaube ich. Was meinst du, Walter? Testest du weiter? Ja. Achso. Also ich, Gras wollte ich jetzt sehen. Auf der 29. Jo, passt schon gar nicht. Zwar, mal. Werner, er muss dir noch was sagen. Ja. Ich bin hier. Jetzt hier. Auskippen. Hat das mit dem Cargo Bull eigentlich funktioniert, wenn ich fragen darf? Man weiß es nicht. Ich habe jetzt den wir gekauft haben, wieder verkauft und habe den ganz rechten gekauft, so wie der Zuschauer oder der... Ach so, aber da gab es keine Paletten zum Testen. Ich habe noch keine gekauft. Also bei der Salatproduktion ist nichts mehr, momentan. Und Setzlinge weiß ich nicht, ob ihr wieder eine braucht oder gekauft habt oder aber wie auch immer. Ich könnte mal den zum Dingsbus runterfahren. Ja. Vielleicht kann ich dir die Holzpalette schon laden. Vielleicht ist eine. Holz? Ja. Nee, das dauert. Du musst gucken. Ich weiß nicht. Das dauert. Okay. Ja. Ein Sägewerk ist dafür, hast du gerade auch gemeint, oder?
Ja, ja, vom Holz, vom Sägewerk. Wo lagern wir eigentlich jetzt das Holz, das wir jetzt auf dem Auflieger haben? Da drehen wir gleich die Zeit vor. Okay. Wenn angesät ist. Ja, ist es ja. Ein Boxer muss das Gras machen, aber das kann er ja nebenbei ja, machen. Ja, ja, eben. Das spielt ja keine Rolle. Noch Anhänger für Holz? Nee, erstmal nicht. Also ist jetzt ja alles angesät. 20. Werner, bist du mal mit kurz drauf gucken? Ja. Dann machen wir das zusammen. 22, 20, 24, 27, 21. Also rund ums Hof ist alles fertig. Okay. Würde ich sagen. Habt ihr die 28 absichtlich nicht geerntet? 28. 28 mit Absicht nicht geerntet, ja. Okay. Nee, alles gut. Passt. 4 streichen wir erstmal, 29 streichen wir auch erstmal. Jo, lass knacken. Klar. Höchstwahrscheinlich werden wir heute nur LS streamen, ja. So, gucken wir mal. Weiß ich nicht. Ja, was hättest du denn noch sonst im Angebot? Ich hätte dann schon noch eine Runde Rocket League gespielt. Wenn. Also, das geht ins Auge. Nee, wenn, dann geht's in die Ohren. Ja. Das auch. Mir ist es egal, also. Ja, oder gucken wir mal. Ich fahre danach eine Runde ATS, mir ist es egal. Eine gute Idee. Ah, nee. Du hast kein ATS. Leone. Nee. Weil ich muss das ja nicht mit uns spielen. Wenn ihr das streamen wollt, bitte. Oder Leo streamt danach noch auf Aktor. Was? Wie hast du bei Deep Blue für den MB-Tag 1600 gefragt? Weil bei mir ist es so, wenn ich schreibe, zwei Zeilen. Was? Das können wir gerne machen. Kommst du vorbei am Dienstag, dann können wir da gerne drüber reden. Ich bin kurz auf Gabeln gleich wieder da. Ja. Prinzipiell besteht auch die Möglichkeit, einfach auf den TS zu gehen von Forbidden Mods. Die beißen nicht. Nicht oft zumindest. Ja gut, wenn er, wer beißt die schon. Nein. Ja. Geschmackstechnisch ist ja das letzte. Oh. 55 Leute sind da, alter Schwede. Richtig geil. Was? Aber irgendeiner hat eben geschrieben, wir hätten schon 75 Leute. Vorher, ja, ich glaube so um 7 oder sowas waren 75 Leute da. Was? Es ist momentan sowieso krass. Heute 3000 Abonnenten geknackt, ey. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich glaube, irgendwo waren wir schon bei 3020 oder irgend sowas. Das ist Wahnsinn, okay, wie das momentan hochgeht. Moment. Walter? Mach mal hier einen auf, ne? Moment, Walter, ja, ist er. Werner, was hast du geschätzt für dieses Jahr? Wie viele Abonnenten schaffen wir? 3020 sind's. Ich hab, weiß nicht, wir haben mal kurz vor, wann war denn das? Wann haben wir darüber geredet, Boxe? Ja, wir hatten irgendwie. Also ich hab gedacht, für das Jahr 2016, wenn alles gut läuft und so weiter läuft wie bisher, dann schaffen wir vielleicht 4000. Du hast aber jetzt schon innerhalb von einem Monat. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich kann noch nicht in eine Glaskugel gucken, das weiß ich doch nicht. Aber ich hab mir nur so überschlagsmäßig, wenn es so weiterläuft wie bisher, dann wären 4000 drin, aber das ist jetzt ja, ne? Ja, und was wird sie jetzt neu einschätzen? Keine Ahnung, ich sag gar nichts mehr, weil ich kann es echt nicht sagen, wie viele Leute da noch draußen noch gibt, die LS interessiert und die dann Abo da lassen. Ich kann es einfach nicht sagen, ich weiß es nicht. Jo, Marcel, schönen Abend noch. Viel Spaß. Es ist dunkel, ich mag nicht im Dunkeln im Wald sein. So, das war schon wieder für die heutige Folge Hofbergmann. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben da lassen, wäre es ja nett. Wünsche, Anregungen gerne in den Kommentarbereich niederschreiben. Und morgen um 12 Uhr gibt es bereits eine neue Folge Hofbergmann. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.